So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich will noch vergessen. Vox Land Libre, Vox Libre, Vox, was auch immer. Mittelalter Stadt Let's Play Together, Gedingsgedöns. So, heute wieder ohne Sören. Moin, ja. Weil, genau. Aber ansonsten Alles mit nass den hier. üblichen Verdächtigen. Genau. Du, es bringt doch nichts, wenn du dich da drin erwischst. Du wirst eh nicht von deinen Sünden reingewaschen. Schade. Das Heute auch mit neuer funktioniert. Hemdfarbe. Ja. Doink. So, mal schauen hier. Ah ja, genau. Sakura wollte noch irgendwas sagen. Aua. Ja, wenn man bei mir was im Hintergrund hört, das ist mein besseres Zweidrittel. Zweidrittel best, deswegen ist einen halben Kilometer größer als ich, aber es ist nicht schwer, einen Zwerg in Größe zu übertreffen, von daher. Überall Ja. Hühnchen. Yay. Hör auf, die Hühnchen zerren. Okay, also zwei bauen und einer macht Chicken Winner oder wie das Ding geht. Ja. Ja, zumindest habe ich gerade drei Eichen gefunden, deswegen dachte ich gleich, die kann ich ja gleich mal hier. Ich bin gestorben. Also das Aua! wäre also das Übliche, ne? Ah, dieser Schmerz. Dieser Verrat. Ja. Stoink. Mua, mua, mua. Okay, also eine baut und zwei machen Unsinn. Ja, ist auch in Ordnung. Ich meine ja nur, ich habe nur gerade gelesen, dass Ronix von dir erschlagen wurde. Film. Von daher. Ich dachte, er hat mehr HP, aber ja, das war wohl nix. Ich bin ein Das hat. Succubus, ich bin ein Sexgott, keine, weiß nicht, Krieger oder irgendwie sowas. Oder Dämon, nicht Gott. Haben wir dann SP statt HP? Ich weiß ich gar nicht. Haben die überhaupt irgendein P? Hui. Ich verkneif mir gerade alles. Wirklich. Dir werden die Gesichtszüge entgleiten. Und jedem, der überhaupt noch zuschaut und zuhört, auch ich schwöre, das kriegst du zurück. Das kriegst du Seid bei zurück. dir. Hui. Flieg doch, flieg Das doch. Problem ist, es wird sich drauf freuen, Felron. Den kannst du ja mit nichts drohen. Außer vielleicht immer noch an das Kreuz im Keller binden. Dennoch. Kann es sein, dass das Server gerade schon wieder ein bisschen hängt? Ja, habe ich schon vorhin gemerkt, wie ich Ah. die Barrels platziert habe. Aber eigentlich nicht so viel Max-Lag, aber der lädt sowas von. Hätte locker 2 Sekunden Lag oder eine. Ja, okay, zwei. Muss ich mal gucken hier. Bestimmt ist wieder der böse Luther. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, Oder vielleicht das der Besitzer vom bösen Router. das wäre ja ich, wie abwegig. Läufst du auf der Stelle? Helron, was machst du da? Nein, du bist auf der Stelle gelaufen. Nee, ja, okay, dann lädt der Server sowas von. Ich krieg nicht mal das richtige Passwort hier eingegeben. Lol. Schön. Ja, nee, der Server selber hat kaum Auslastung, ist also wieder drunter. Yay. Gut. Ich bin begeistert. Ich freue mich immer, dass der Server nicht das Problem ist. Ja, wenigstens etwas, aber das macht's auch nicht besser. Ja, so war. So, einmal kurz aber neu, Okay. Router neu gestartet. Was machst du? Gestehe. Viele Dinge. Und wir warten, wir warten. Na, na, wenn, Kurz dann müssen wir weg. die Fahrstuhlmusik Meter machen, Felron. Oder Jeopardy. Jeopardy passt auch noch. Oder ansonsten. The router you are trying is not available at moment. Please try Oh. again later. Juhu, Grundzeitüberschreitung. Yay. Hatte ich ja schon angeklappt. Nee. Danke. Lange ist es her. Ja. So. Lohnt es sich anzumelden oder wird währenddessen wieder abgeschaltet, wenn ich mich anmelde? Oder wie ist es Nein, jetzt? ich kann ja mal, ja, können wir mal gucken. Erstmal, also noch mit der muss der Router durchstarten. Noch blind, der nicht weiß. Sowieso mal ein witziges Farbspiel, was der da macht.
So, der Router läuft schon mal also, weiß. Jetzt muss ich nur noch der Laptop verbinden. Das wird doch so eine Play-Episode mit den meisten Hängern. Das ging ja schnell. Der ist schon wieder da. Wow. Oh, falsches Passwort. So. Wie oft schaffst du das? Wie oft? Du kannst ja Strichliste führen. Wie was? Wie oft du dein Passwort falsch eingibst. Ich hab halt so viele! Och, Mimi. Dafür kann man ja was. Jetzt geht doch hier. Jetzt geht die auch das Hochklappen besser. Warst du auch auf der Akademie, Mimi? So auch stupifiziert. Hui. Ja. Aha, aua. Ja. Sagen wir jetzt hier alle ja oder was? Ja. Nö. Das ist ja. Aus Prinzip, nein. Yay, das Gleiten geht wieder. Wuhu. Yay. Auch wenn ich noch Nahrung habe. Sakura, soll das ein ganz einfaches Dach werden, also ein Spitzdach? Oder soll das ein zweidächiges Dach werden? Ein was? Sorry. Also, ein Dach wie sowas hier? Nee. Ich würde sagen, dafür passt so eins, wie Ronny für das Lager gebaut hat. Wow. Was war das gerade? Was? Sakura, bei dir hat irgendwie gerade, ich weiß nicht, ob es ein Senfkar lag, aber du warst gerade super laut und wurdest ein Stück für Stück runtergeregelt. Ja. Das war gerade super surreal. Ach so, kann natürlich sein, weil im Hintergrund des Gesprächs der Senfkoll deswegen durcheinander kommt. Und der Senfkoll deswegen denkt, dass er es hochregeln muss. Das kann natürlich sein. Kann ja mal nach links brüllen, ob man leiser reden kann, damit es nicht so geht. Ich bin unschuldig, ja? Also ausnahmsweise. Ich find's halt auch so schlimm, dass du halt in Senfkoll überhaupt nichts einstellen kannst, so in die Hinsicht. Der macht halt alles irgendwie automatisch und du hast keinerlei Eingriffskontrolle. Oh, bei dir. Ja. Bei mir riecht langsam nach Armbrot. Jetzt kriegst du aber Hunger. Oh, hör auf. So, mit einer Kuchen hier. Ich krieg vom Hunger. So, dann brauchen wir mal hier was zu. Eine Sache kurz. Der Teil ist vom Dach her tiefer als der. Würdest du den noch hochziehen, einen Block? Weil dann muss ich nochmal das Dach abbauen oder soll der so bleiben? Da muss ich das Dach um einen Block jeweils versetzen. Wie genau meinst du das? Was ein Block höher? Die Wände eins höher. Genau, weil hier stoße ich dann. Ah, wenn du da so eine kleine Stufe reinmachst, geht es nicht. Das kann Hier. Ne? Ja, sowas. Genau. Dann muss ich aber noch eine Stufe reinmachen. Ja. Ah nee, warte. Quatsch. Ja, doch. Das müsste funktionieren. Hoffe ich. Kann man eigentlich auch hier zoomen? Es geht tatsächlich. Nee. Da ist nur zwei Höhe, siehst du? Da muss ich eh noch eins hin. Ach so, ja, dann. Dann baue ich das nochmal alles ab. Wow. Ah. Oh. Wegen drei Wandhöhe. 1, 2, 3. Ja, jetzt passt das. Entschuldigung. Symmetrisch. Ich liebe Symmetrie. Wer nicht? Es können nur Monster. Ja, eben.
Also, warum fragst du, wie ist das? So. Aber für den Boden würde ich was Robusteres nehmen. Ja. Ja, auf jeden Fall, eben dadurch, dass es ja eine Werkstatt ist. Ja, für die Schmiede an sich, obwohl eigentlich für beides würde ich schon ein bisschen robusteres Material nehmen für den Boden. Also entweder halt normales Holz, aber ich würde eher so Richtung... Na, okay. Bei einer Schmiede mit Holz... Ja, so ein bisschen Stein. Ja, Stein. Ja, so in die Marmorrichtung vielleicht oder... Was man, ich sag mal, mit einer glatteren Oberfläche, damit man das, ich sag mal, in Anführungsstrichen besser reinigen kann. Ja, ja. Ja. Mudbrick sieht nicht schlecht aus. Ja, stimmt. Oder vielleicht sowas hier? Nee, das sieht halt nicht aus. Weg damit. Nee, hier, das ist schön. Ich gehe ja schon. Ja. hier. Ja, Mudbrick. So. Mudbrick. Diamant. Also vielleicht Mudbricks so und dann so zwischen rein so ein bisschen matt. Ja, das hat was. Das hat was. Jo. Okay. Warum fühlst du dich immer angesprochen? Es gibt Backe-Klatsche. Backe-Klatsche. Ah, nee, er steht ja drauf, verdammt, aber ja. Aua! Stimmt, ich wollte was zu essen holen, damit ich hier immer wieder überlebe. Siehst du mal, Kuchen, aber ich Kuchen esse? Geht gar nicht. Wieso kann ich einen Kuchen essen? Dann halt nicht. Ach nee, stimmt, der Kuchen muss ich erstmal platzieren, damit du den essen kannst. Das? Echt jetzt? Ja, das ist so ein Block, den kannst du hinsetzen und dann kannst du quasi davon abbeißen. Lol. Wenn du mit Linksklick draufklickst. Guck mal, hier. Nehmen wir nächstes Besteck. Ah, nehmen wir Rechtsklick. Baba. Lol. So schlagen? Ja. Tony, was meinst du? Fuck. Ey, was? Alter. Boah, Alter, weißt du? Die Farbe sieht voll cool aus. Ja, ne? Ich finde, das passt auch gut mit dem, ich sag mal, Verwendungszweck. Ja. Das hier unten der größere Bereich für die Schmiede, weil da hast du ja mehr zum Hinstellen. Ja, genau. Und genau. Ansonsten da oben, genau, da dann die Schreinerei. Ist ja zum Schreien. Check, check. Du auch. Ja, so vielleicht gar nicht, das ist zu symmetrisch. Eieiei. Ja, Zufall ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde das, wie man es kennt, durch die Gitter rein. Ja. Oder? Gute Frage. Ja, eigentlich kennt eigentlich man das haben so sie, vor den ja, Village. Eben. Eigentlich ja. In den Village, die Schmieden sind immer mit Gittern. Ja. Ich hatte erst nachgeschaut, von daher. Abwandeln kann man ja immer noch ein bisschen so nach vorne hin zwei Reihen. Ja, oder? Nee, die sehen ja auch so ein bisschen gitterig aus, aber... Das lädt... Ich mach ungern diese Falltüren. Ja, eben, die sehen nicht gut aus. Nichts, aber auch nichts gegen zukünftige Leute, die dann auf den Servern spielen. Es ist immer irgendwie... Ja. Wenn das nur mal wie so ein Fenster ist, ist es nicht schlimm. Aber wenn es so eine ganze Front ist, so eine ganze Wandseite... nee. Ja, das stimmt. Weil ich dachte mir hier auf die große Seite, weil man die schöne Aussicht hat, das andere Gebäude hat ja die Terrasse in die Richtung, das dann hier mit zwei Reihen machen. Na gut, beim Schmied geht es jetzt nicht unbedingt um Aussicht, da geht es ja wirklich eher um Funktionalität. Ja, dann sag mal halt das wegen dem Tageslicht. Die müssen auch noch alle höher hier. Da muss noch alles überall mit drin drauf. Na, hier ist doch auf 3 hoch und das ist jetzt die Decke. Ich guck mal dafür, dass sie auch eine schöne Aussicht haben. Ja, ich kack das mit. What the hell ist das? Na, aber das Problem ist, wir brauchen ja hier sozusagen eine Linie. Axel! Hey. Axel. Für das Dach. Ja, das Dach ist ja so gesehen der vierte Block und 3 Wandhöhlen haben wir ja schon. Soll das eher
spitzer werden oder soll das... Nee, flacher. Ich würde es flacher machen. Gut, das oder so halbflach, so, wie es auch bei den Villagern ist. So ist es dann. Dass man vielleicht gerade so hochlunzen kann, um an eine Kiste zu kommen oder so. Dann ja, das wäre sowas. Ja. Das wäre sowas dann. So ist es ja bei denen auch immer. Ja. Deswegen... Das wird unangenehm jetzt. Ja, das Dach ist ja hier dann kleiner als da, aber das schaffen wir schon. Irgendwie. Gar keine Blumen? Oh, doch. Soll ich eigentlich so ein bisschen die Stadt so ein bisschen begrünen? Oh, Ei. Ja, kannst du gerne machen. Also du kannst auch, Ey, Sakura. Ey, hier oben. Hier oben, hey, hier oben. Hier oben. Hi, hey, hier, hi. Sie wünschen... Also, die Töpfe kann man hier zum Beispiel so hinstellen oder so. Ach so, oder sowas, ja. Aber also nur rote und gelbe Blumen, gell? Ja, musst du leider selber hinpflanzen. Lol. Na dann pflanze ich mal. Ach so, aber kannst du mindestens hier mit diesen Blätterblöcken, mit diesen Blätterdinger, da musst du so ein bisschen so Hecken bauen. Ja. Ist ein Kessel und einfach Fuß. Lief. Hi. Ach, da. Hallo. Da sind sie ja. Erstmal gucken, was am besten aussieht. Wir hatten ja gesagt, keine Türen reinmachen, ne? Ja, eben, Schmied würde ich auch offen lassen, ja. Ja, oder wir könnten es theoretisch sogar machen, dass hier der Schmied wirklich relativ offen ist und dass man entweder halt so das so lässt oder das Fenster hier noch wegmacht und eine Doppeltür rein. Nee, also ich finde zwei Türen finde ich besser. Habe ich mir so gedacht, dass, ja, du gleich weißt, es gibt zwei Abteilungen. Einmal den Schmied und einmal den. Ja. Und deswegen habe ich da auf zwei Türen gemacht. Für die Effizienz. Effizienz habe ich dabei. Deswegen ja. So, Dach ist fertig. Jo. Das dann noch ja, die noch einziehen. Wir bräuchten noch irgendeinen Platz für den Kamin. Da müsste ein bisschen Fensterplatz hier an irgendeiner Ecke weg wahrscheinlich. Nee, du kannst es doch auch so nehmen, hier hinten hin. Stimmt. Da ins Eck passt gut, dann ist es nicht mit den Türen im Weg und so, ne? Ja. Ach, ist doch immer das Gleiche. Was nehme ich denn da mit? Hier ist sie doch unten. Nee. Was machen sie da? Ich gucke, aus was für Material ich die Dinger mache, die Hecken. Aber noch sagt mir nicht so wirklich zu. Ich meine, ich habe eine schöne Textur gefunden, aber da passt die Farbe nicht so sehr. Das hier zum Beispiel. Also entweder so. Oder aber. Was ist überhaupt? Ach, da oben. Entweder so hier, aber es ist halt, ne, sieht halt aus wie Herbst so. Wer hätte es gedacht? Oder halt mein Favorit. Daran muss ich aber auch denken. Und die Akazie? Muss ich die mal probieren? Akazie. Da sind halt die Blätter so groß. Aber würde auch gehen, ja. Und wenn du das einfach kombinierst, so ähnlich wie ich das im Postbotanischen Garten gemacht habe. Ah, stimmt, da gibt es jetzt zwei Helligkeiten. Und mal gucken, wie war denn das Akazie? Gleich. Ah, ne. Eine Akazie.
Also Quarzfichten, Waldgedingsgedöns. Probieren wir mal die. Boink. Ah, nee, die Bilder sind zu groß. Kiwi sieht auch interessant aus. Kiwi. Hier ist es besser. Ja, ein bisschen. Ja, das geht eigentlich auch. Ja. Ja, beziehungsweise Hecken können auch so ein bisschen dunkler sein. Könnte man mal gucken, hier wegen sowas. Ja, oder dieses, die von den Pinen mit Kiwi kombinieren, so hell und dunkel, dass du so leichte Nuancen reinbringst. Das kann man natürlich. Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, so ähnlich wie ich das auf dem Creative gemacht habe. Mit dem Forstbotanischen. Gut, da hast du ja nochmal eine andere Variante mit den Blättern. Und da habe ich ja auch so wie ja, die Heckenanlagen um die einzelnen Biome gemacht. Hm. Wobei das schon ein sehr harter Kontrast ist. Einfach mal ausprobieren. Was hast du denn? Das ist fein und das ist süß. Mangrove haben wir noch. Ja. Ja, das ist Mangrove. So ein Mittelding. Ah, ja, stimmt. Ja, das war's schon eher. Da ist der Kontrast nicht ganz so hart. Ja. Und es passt auch von den Strukturen gut zusammen. Ja. Ja, dann nehme ich die Kombi. Das sieht ganz gut aus. So, das heißt, Kiwi kommt weg. So, am wichtigsten sind Gebüsche erstmal bei den Toren. Du bist jetzt schon bei der Inneneinrichtung. Nee, eigentlich bin ich hier jetzt eher wegen. Nee, ich meine Felron. Ah, okay. Ja, also halt. Den Amboss hier gleich einen Block neben. Mit der Lava. Für den oben hier. So. Ja, das ist gut. Rumgedreht würde wahrscheinlich optischer noch besser aussehen, oder? Ups, oh, sorry. Also, dass der so ist. Oder was meinst du, ist besser? So kann man halt von beiden Seiten arbeiten, quasi. Ja, stimmt, so ist besser. Na. Vielleicht hier in die Ecke ein Smithing Table. Dann mache ich mal oben für die Schreinerei. Ja, so schön. Einmal reinkommt in die City erstmal ein bisschen Gebüsch. Ein bisschen da. Ey. Ah. Ja, könnte man schon ein bisschen variieren. Ja. Ja, das war ja. So. Dann haben wir hier so ein paar größere Dinger. Hier am Wegesrand. Ja, das ist doch geil. Das ist doch schnieke. Warum geht die teilweise auf dem Weg, sag mal, am Anderkolm? Ja, so ist doch ganz gut. Aber ich habe jetzt hier mal einen Weg gemacht mit so ein bisschen Bush-Crafting. So macht eigentlich so meines Erachtens noch einen ganz guten Eindruck. Atmos. Dann machen wir die 1400. Das da bist du. Ist. Genau. Nein! Das ist schick. Gerade wenn man so reinkommt, dann wirkst du so ein bisschen so, ne? So wie so, ja. Wie so ein Garten. Bis man ja. So ich finde immer schöner, auch bei, also persönlich nicht, also in real life, aber so in-game, wenn man als statt einen Zaun diese Hecken nimmt, das wollte eigentlich die Blätter, finde ich schöner.
In-game. Also in echt nicht. Aber so. Nein, das hat was. No. Gut, dann mach ich jetzt mal schnell noch bei den anderen Eingängen. Mal gucken, wie ich da plötzlich komme. Aber, Oh Gott, das ist jetzt... Jetzt sind die bei Bienen. Ich würde nicht mit zwei enden, sondern mit ein. Das ist so abflach. Weißt du, was ich meine? Ach so. Ja. Dass es nicht so abrupt endet, sondern so sanft quasi, so treppenartig. Genau. Jo. Doch, ja. Nee, weil genau deswegen kam mir, weil eben, ich fand es halt auch sehr abrupt. Und deswegen kam mir dann die Ideen, dass ich hier diese höheren Sträucher gemacht habe. Eben, weil, ja, ich fand das halt auch ein bisschen abrupt, aber klar, können wir auch einfach abflachen. Ja, natürlich jetzt blöd, dass es überall Bienen sind. Das wird natürlich Horrorcore. Ja, die haben sie eh so lieb, ne? Aber sowas von. Komm, beiß nicht. Ah, ja. Was ist das denn nur? Alter. Du musst doch nicht jeden hier deinen Fetisch offenlegen. Halleluja. Hallo. Seit wann beißen die? Ich dachte, die stechen. Ich dachte, ich bin der Stecher. Warum? Ich habe euch die Blume einfach hier lassen. Könnte man. Na, weiß nicht. Ich probier's einfach mal. So. Noch so ein Grindstone vielleicht hin? Was? Ja, hier, das ist doch. Used to disenchant six tools. Ob man das noch bei der Schmiede mit reinstellen wollen. Das auf jeden Fall. Ja. Sonst haben wir, glaube ich, Elemente. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen auf Cheat Loben platziert, ohne Schienen, aber ja. Ja, ich find's cool. Das sieht cool aus. Wo du herkommst. Hier lang. Hier. Wo ist das Vögelchen? Da ist das Vögelchen. Frag nicht. Ich pick dir gleich in den Arsch. Was bist du? Aua! Ich muss schnell Kuchen essen. Wann sind wir in einer Mutbank-Folge gelandet? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte es nur wissen. Triggerwarnung an alle. Soweit zum Thema. Draußen bleiben. Hier, hier, auf mein Hintern. Ja, komm, ja. Leider kann man sich hier nicht bücken. So. Nein, du kannst sneaken. Sneak mal und dreh dich. Stimmt. Gib ihm nicht noch Hinweise, Felron, bitte. Bitte. Nee, halt, das war andersrum. Das war, wir wollen sneaken. So. Ja. Dann nehmen wir nächstens noch das Seil dazu. Ja. Entfehl das Uwe. Uwe. Aua. Nein, mein Kuchen ist weg. Was? Chronix wollte nicht in der gleichen Welt wie Felron leben. Was? Lol. Mach den Chat an, da steht ja. Ich seh's auch gerade. Ja, weil ich ihn vorher geschlagen habe. Das Spiel ist einfach zu real, Alter. Der weiß genau, was ich fühle. Auch schön, auch ein To Be To Team, wenn ich da angegriffen werde, dann spawnkill ich ja immer Leute, als Rache sozusagen. Und irgendwann steht da nicht mehr, blablabla wurde von Felron erschlagen, sondern blablabla wollte nicht mehr in der gleichen Welt leben wie Felron, weil ich ihn so oft gekillt habe, dass das Spiel schon das merkt. Kann natürlich sein, dass da eine Abfrage hinter ist, ne? Dass man so häufig gestorben ist, der dann die Message jetzt ändert. Aber eben, ich weiß auch nicht, ob es wirklich komplett random ist, was er da anzeigt, oder ob er wirklich nach bestimmten Kriterien geht, was ja schon möglich ist. So, ja. So, jetzt mal hier mein Stuff holen.
Meine Blumen. Mir fällt aber nichts, also ich finde nichts für Richtung Schmied. Nicht Schmied, Na, da gibt's doch hier. Schreiner. Da gibt's doch hier diese komischen. Na, hier so eine Werkbank zum Beispiel könnte man machen. Oder es gibt doch diese Werkbank, diese neu dazugekommen ist. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Da, wo dieser, wo auch der Hammer dran hängt. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich weiß nicht. Meinst du den Autocrafter oder was? Nee. Ich habe das zumindest bei Mindclone gesehen. Also gehe ich mal davon aus, dass das hier auch geben müsste. Meinst du vielleicht den Fletching Table, der jetzt hier gerade schon steht? Ach so, ja, ja, genau, das, ja. Ich hab doch keinen Hammer dran. Hä? Wo ist hier ein Hammer? Warte mal kurz. Warte. Kann man hier nicht sortieren? Dann kann man hier zum Beispiel vielleicht Tische oder so hinstellen. Oder weiß nicht was. Dieses Creative-Menü ist ganz schön unübersichtlich. Hammer, Coin. Oh. Ans Fenster? Ja. Dann kann man. Zum Beispiel hier sozusagen noch so eine Ablage machen. Ja, oder. Ja, was ja? Was ein bisschen höher dann spawniert, aber vielleicht sowas. Und ja, zack. Perfekt. Ja? Ja, ich finde, das ist gut so. Okay, dann würde ich hier noch eine Laterne aufnehmen. Oder ja, ist sie zu tief oder? Nee, das passt. Okay. Das ist. So. Dunkel in Berlin. Sollen wir das hier oben offen lassen oder nicht? Ich würde es offen lassen, ja. Quasi ja. Rauchabzug inklusive. Ja. Ja. Jo, ja, dann sind wir mit dem Schmied/Tischler fertig. Klar, sieht ja witzig aus. Ja, ne? Habe ich mir aber auch gedacht, das sieht. Vielleicht auch noch so eine Falltür auf das Wasser drauf. Das ist ja so bei den anderen Häusern auch immer. Dass das ein einheitliches Bild ist. Die oder die? Das da. Ja. Das finde ich besser. Was? Ja. Na, oder man kann theoretisch auch sowas nehmen. Das passt sogar noch besser farblich. Ja. Ne, das finde ich sowieso immer am geilsten, das mit den ganzen Crimson. Ja. Crimson finde ich genial, das brauche ich so gerne. Also ich würde eher Crimson nehmen, ja. Ja? Ja, weil das hier unten auch noch so ein bisschen schwarz verziert. Genau, eben. Ja, und mit der Lava daneben. Ja. Das passt. Das kann man machen. Jo. Easy. Easy peasy lemon squeeze. Ja, dann sind wir mit dem Haus fertig. Ja, dann würde ich mal sagen, das soll es denn für die Folge erstmal gewesen sein. Und dann werden wir mal gucken. Alter, sie hat ganz voll laut die Musik hier bei mir. So, mal schon geschalten. Ich habe einfach Stimme gemacht. Ja, da war ja keine Stimme. Das ist traurige. Dann machen wir für die Session erstmal hier Feierabend für dieses Special. Und ja, wenn wir aber später wieder darauf zurückkommen, dann vielleicht auch mal wieder mit hören. Und während der Zeit werden bei den Servers vielleicht ein paar Updates kommen, später vielleicht auch ein paar weitere neue Texturen oder allgemein neuere weitere Mods oder insgesamt ein bisschen mehr Leben. Und ja. Dann, wie gesagt, soll es das mit dem Special von mir aus erstmal sein. Wollt ihr noch was sagen? Ja. Einfach nur auf Fortsetzung folgt und bis bald. Jo. Okidoki. Na dann. Ciao.